Der Galgen am Donaumarkt. Der Tod mitten im Leben. Erst vor wenigen Jahren fand man bei Ausgrabungen am Donaumarkt die Reste eines mittelalterlichen Galgens. Das Todesgerüst dürfte aus der Zeit vor dem 13. Jahrhundert stammen und ist damit der älteste Galgen Süddeutschlands. Ein Fund an dieser Stelle war insofern überraschend, als man in Regensburg bisher nur von der Richtstätte am Galgenberg südlich des heutigen Bahngeländes wusste. Im Mittelalter wurden Galgen bevorzugt außerhalb der Stadttore aufgestellt. Jedem Ankommenden sollte von vornherein klar sein, welches Schicksal ihn erwartet, sollte er sich nicht an Recht und Gesetz halten. Um die abschreckende Wirkung zu verstärken, ließ man die Gehängten nach ihrer Hinrichtung oft noch Tage und Wochen hängen, bis sie entweder von allein vom Strick abfielen oder von den sprichwörtlichen Galgenvögeln aufgepickt wurden. Die verbliebenen Knochen dürfte man danach in die Donau entsorgt haben. Da das Gelände des heutigen Donaumarkts vor der Stadterweiterung um 1300 noch jenseits der Stadtmauern lag, lässt sich der Fund des Galgens an dieser Stelle erklären. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.